Ja, Freunde des Fußballs, willkommen zur türkischen Liga. Sivasspor gegen Galatasaray, das Spiel vom 9.12. Ich spiele mit Sivasspor, eure Fredheit persönlich sozusagen, und der Huhn spielt mit Galatasaray. Deren Aufstellung wir uns dann jetzt mal anschauen. Eigentlich die Altbekannten mal wieder, soll man so sagen. Muslera, Elmann da vorne drin im Sturm. Der Hamid Altintop. Wer kennt ihn nicht noch? Der Bayer. War der das? Hamid und. War das der nicht? Der bei Bayern gespielt hat. Ah, wie ist denn nochmal der andere? Hamid Altintop. Ach, das war Hamid. Wie ist der andere denn? Na, no. So, jetzt habe ich natürlich den absoluten Underdog hier. Vielleicht gewinnst du jetzt, wenn ich wieder so kacke spiele am Anfang. Zumindest hat mein Torwart jetzt schon mal was Besseres gemacht als eben im ganzen Spiel. Noch einen hat er gefangen. Im Theater auch noch ein bisschen was zu tun. Scheiße. Lad mich ruhig ein. Ich mach gleich erstmal wieder diese ganzen Kurzpässe mit dem Torwart, um dir ein paar Tore zu geben. Denn der hättest du auch nie durchkommen können. Ich wusste doch, dass du da hinziehst, hab extra drei Leute dahingestellt. Da ist Ginger wieder. Ich war selber ein wenig verwundert, dass der noch drangekommen ist, dass du da durchgekommen ist. Ich wusste es ja eigentlich, ich hab das irgendwie Leute da. Der Schuss war auch gar nicht so schlecht da. Abgekocht. Was? Ey, das ist doch ein Witz! Deswegen bin ich doch aber ich bin doch mit dem anderen da hingelaufen zu dem Ball. Ich bin doch gar nicht mit dem anderen, habe ich ja noch nicht berührt. Der hat der Ginger wieder entschieden. Der Ginger geht auch schon halb in die Eckfahne über irgendwie. Oh, ja, ist wieder. Ein wildes Tohu Wabohu hinten. Du wirst es nicht schaffen. Du wirst zumindest nicht mehr Tore schießen als eben mit dem Team da. Jetzt warte ich wenigstens in der ersten Halbzeit schon eine Chance. Hey, warum kommt er da durch? Nein, ey, ist immer das Gleiche. Ich komme so gut durch, mit viel Glück. Und dann. Was macht er denn? Den wollte ich eigentlich gar nicht spielen. Na. Ach, was mache ich denn? Oh, okay. Wie der Ball da angekommen ist, kein Mensch weiß. Man weiß es nicht. Er hat er sich verletzt. Oh, deswegen wird jetzt mein Konter unterbrochen, weil sich dein Kacker da verletzt hat. Seitdem wird das immer unterbrochen. Das wird immer unterbrochen, ja. Hauptsache, ich hatte gerade eine schöne Kontergelegenheit und dann verletzt er sich da. Was hat er denn, Mann, da? Gebrochener Knöchel, oh, okay. Dann kann er doch weiterspielen, die alte Mimose. Nicht weiterspielen.
Ja. Ja, ist ja nicht so Hab ja die nicht so die Auswahl. Aus. Also. Deswegen willst du das sicherlich verstehen, ich werde dir den Ball natürlich jetzt nicht zuspielen. Nein, du musst mir den Ball zuspielen, genau. Ah, danke, dass du mir den Konter Ja, jetzt hat schön. der. Ja, keine Ahnung. Ja, Ändert sich da habe ich, einfach da im ich also wieder von, da hab ich Flächenlicht. wieder von vorne aufbauen. So, Ja, noch anscheinend. voll im Eurocontrol. Das auch Das noch. war absichtlich taktischer Knöchelbruch, das im Konter zu unterbinden. Na, was macht er denn? Oh. Das war ja schon ein wenig riskant. Lauf, Forrest! Die sind aber auch zweikampfschwach, diese Team hier. Ja, schon wieder. Ach, warum schießt er denn noch? Ich hab doch. Wollte doch passen. Die holen sind Befreiungsschlag hier. Ja, das Ist Ende. Abseits oder Nee, Abseits? Ende der ersten Halbzeit. Mal gucken, ich hatte glaube ich diesmal auch wieder mehr Schüsse, aber nur einen aufs Tor. Ja. Aber diesmal war ein bisschen ausgeglichener. Als eben. War ja auch nicht. Schuss Nummer 6. Ja gut, mit diesem Team bin ich auch froh, wenn ich nicht verliere. Ja. Mit Beşiktaş eben hätte ich ja echt gewonnen. So, auch mit denen ist es echt schwer zu verteidigen, das merkt man schon. Wenn du einmal quasi, jedes Mal, wenn du halbwegs durchkommst, ist schon immer gefährlich. Ja. Vor allem, wenn die Bälle dann irgendwie eigentlich, oh, wenn nee, eigentlich schon alles bei geklärt dir soll das sein. wohl was heißen. Wow. Oh, keiner schlecht, keiner schlecht. Schlecht. Die lebende Eckfahne. Nein, es wird abseits. Ja, nee, noch nicht. Ah, komm. Ist mal raus aus der Gefahrenzone. Ist wieder. Du spielst auf den, aber er kriegt ihn nicht angenommen und dadurch der Ball sofort wieder weg. Ich hätte auch der nächste gebrochene Knöchel sein können. Boah, da kannst du gar nicht viel rumspielen, die verlieren den Ball sofort. Der Ball verspringt der Ball wieder schön und dann ist die Chance wieder dahin. Da muss ich jetzt mal zwischengehen. Auch wenn ich jetzt einen Foul gepfiffen kriege. Und du machst mir auch schön leicht, indem du den nicht schnell ausführst. Wieder kriegen sie den nicht gescheit an. Ich bin schon froh, wenn ich mal wieder aus der Gefahrenzone raus bin. Da ist doch einer! Mit der ersten gescheiten Chance in der zweiten Halbzeit hier das Tor bitte. Ja, das schaff nur ich. Oh oh. Ey, Wiederknopf, das gibt's nicht.
Powerhand hinter dem Kopf. Oh shit. Nein! Also, ich weiß nicht mal, wie das ist, wenn der Ball alle zwei Sekunden verschwindet. Ja. Ja, schon wieder! Das war auf jeden Fall besser bis jetzt. Ja, du meinst wahrscheinlich, bist du das Tor wieder reinlackst, ey. Würde ich nie tun, sowas. Ich weiß auch nur er selber, was er sich bei dem Pass gedacht hat. Ich wollte das Spiel eigentlich so weit verschleppen, dass ich nur noch eine Chance kriege. Ja, klar. Ja, vielleicht schaffst du es ja noch. Guck, guck. Nein! Nein! Oh, ich hätte es doch so verdient gehabt, ey. Wir sind Kackteam. Ja, ja, ja. Gebt dir ausnahmsweise recht. Riesen Ausschlag in dem Aufnahmegerät. Hat sich Galatasaray nicht mit Ruhm bekleckert. Ja. Deswegen beenden wir. Aber was soll man machen mit Knöchelbruch von Elmander?